Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin, heute am 3. Advent. Und der 3. Advent ist hier bei uns im Büro immer ein ganz besonderer Tag, weil dann bringt der Kollege Stefan einen Stollen mit. Seine Eltern backen den weltbesten Stollen. Das glauben Sie nicht, das ist wirklich so. Und ich habe hier schon mal ein Stückchen ergattern können und das werde ich mir jetzt gönnen. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei Ihrem AIDA Primetime Magazin. Ein Traum. Ich soll das mit dem Singen lieber sein, das ein Künstler bin ich nicht wirklich. Aber Olga ist eine richtige Künstlerin, eine Akrobatin, die bei uns gerade auf AIDA Mar ist. Und sie hat sie mal mitgenommen hinter die Kulissen. Viel Spaß. Ja, also mein Name ist Olga und ich bin eine von drei Artisten hier an Bord auf AIDA Mar. Ich war 3 Jahre alt und ich war erstmal mit meinen Eltern im Zirkus gewesen. Und da habe ich Luftgymnasten beobachtet und hab meiner Mama gesagt, dass ich eine Luftgymnastin werden will. Und ich denke, dann seitdem war es mein Traum. Also Artistik mache ich schon seit 6, 7 Jahren. Und davor habe ich 12 Jahre Sportakrobatik gemacht. Und wenn wir proben, wir haben dann öffnes Theatrium. Und das heißt, dass die Passagiere, die können es uns auch an Proben sehen und gucken, beobachten. Artistik habe ich in Kiew gelernt, in der Zirkusakademie. Als ich dahin gekommen bin, konnte ich noch gar nichts. Ich wusste gar nicht, was Trapez ist und ja, wie man das alles macht. Ich war im Sport, aber das ist was komplett anderes. Ja, ich mache das, was ich liebe und sehe die Welt. Das ist perfekt. Das Gefährlichste an Bord ist, dass du weißt nie, was passieren wird. Und jedes Mal, wenn du auf die Bühne bist, passiert immer irgendwas. Und du musst rechtzeitig reagieren und das auch so machen, dass die Zuschauer es nicht mitbekommen, weil es nicht so schön ist. Ja, und du weißt, dass dein Leben hängt davon ab. Und jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß bei der Show Hard. Normalerweise sind wir ja zuständig fürs Entertainment, aber was kann es Schöneres geben und was macht den Gästen mehr Spaß, als wenn sie zusammen mit dem Entertainment-Team sich was ausdenken? So war es auch bei AIDA Bella. Sie haben ein Musikvideo gedreht. Guckt euch das mal an, bitteschön. Ich glücklicher. Ich habe das 11. Türchen heute gefunden. Nicht ganz so viel Glück hat bis jetzt Lenz-Heinrich Klaassen gehabt. Der ist seit 29 Reisen auf AIDA und sucht immer noch die Frau seines Lebens und hat immer noch keinen Erfolg gehabt. Gucken Sie mal hier.
75% der Menschen auf dieser Welt leben in einer Beziehung. Ich nicht. Er ist der Brad Pitt der Comedy-Szene. Er ist ein Charmeur. Und er sucht eine neue Angelina. Ja, ich freue mich. Ich bin permanent, das haben Sie vielleicht schon mitbekommen, auf der Suche nach einer Frau. Hier, jetzt diesmal auf Kabine 7404. Und trotzdem ich schon so lange für AIDA fahre, hat das noch nie geklappt. Ich bin immer noch ganz, ganz alleine. Und wenn Sie jetzt dieses Video sehen in Ihrem VHS-Rekorder zu Hause, vielleicht, wenn Sie mir schreiben könnten, einsameherzen@jensklaassen.de, und dann können wir zwei uns vielleicht kennenlernen, oder? Meine Damen und Herren, man kann als Single beim Tabuspielen gegen Pärchen nicht gewinnen, weil die Pärchen nicht erklären. Ein Beispiel. Gesucht wird ein bekannter und durchaus beliebter Urlaubsort in Norddeutschland. Sie zu ihm. Schatz, das Muttermal auf meiner linken Pobacke sieht aus wie er Sylt, sie richtig, Punkt. Auf einer wunderschönen Reise im Herbst traf ich Thilo und dachte, boah, der ist derbst schön. Wir gingen zusammen im Rossini essen. Thilo, ich hab einen Narren an dir gefressen. Ich bin Mensch mit Transpirationshintergrund. Ich schwitze wirklich immer. Mir hängen im Winter Eiszapfen an der Stirn. Aber Sie kennen das vielleicht von Schlangen. Aus Schlangengift wird ja Gegengift hergestellt. Die Schlangen müssen unseren Becher beißen. Dann wird das hier abgezogen. Daraus wird Gegengift hergestellt. Das ist bei mir ähnlich. Ich muss alle 4 Wochen in so ein Labor in Düsseldorf. Da muss ich auf einen Holzklotz beißen. Das ist so anstrengend, dass mir am Rücken der Schweiß runterläuft. Der wird aufgefangen und daraus wird 8x4 hergestellt, meine Damen und Herren. Ja, Sie werden jetzt jeden Morgen an mich denken, wenn Sie Ideo auftragen, außer mir. Und wenn auch Sie jetzt so richtig Lust aufs Verreisen bekommen haben, dann gehen Sie doch mal in Ihr Reisebüro oder gucken Sie bei www.aida.de. Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Bitteschön. In Gran Canaria starten wir unsere Reise und fahren als erstes zur Blumeninsel Madeira. Danach nehmen wir Kurs auf Lanzarote. Wir besuchen noch Fuerteventura und Teneriffa und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Gran Canaria. Dreht ihr schon? Oh, Entschuldigung. Ich wünsche Ihnen einen hervorragenden Sonntag. Ganz viel Spaß bei den Bildern der Woche. Bitte schön. Tschüss. Tschüss. Can you see it now? That your life is brilliant somehow. You're diving into the world.